Hi Leute. Gute. Ja. Ja, ganz sprachlos ist er. Richtig, ganz sprachlos ist er. Es ist halt auch schon lange her, dass ich überhaupt mal wieder irgendwas für YouTube gemacht habe. Oh Das ja, darf das man ja stimmt. nicht außer Acht lassen. Aber hier als erstes erstmal danke, Leute. Ihr seid super. Echt sorry, dass das jetzt erst so spät kommt. Aber 600 Abos, geil, geil. Genau, wo Inzwischen ist sind es es schon denn viel hier? mehr. 614 sind es derzeit Ja, sogar schon. richtig. Ihr seid echt klasse, trotz dass wir nichts gemacht haben und bla. Richtig, da Ja. muss ich auch echt sagen, das fand ich ziemlich schön, auch immer mal so zwischendrin dann in meinem E-Mail-Postfach zu lesen, dass dann immer noch mal ein paar Abonnenten mit dazugekommen sind. Teilweise auch irgendwie 5, 6, 7 Stück an einem Tag. Richtig. Ihr seid super. War schon klasse. Richtig. Ja, jetzt zu warum kam nichts, warum, wieso, weshalb. Also bei mir war es, ich habe es auch in den letzten Parts Battlefield, heute kam der letzte hoch, die ich zwar schon jetzt länger aufgenommen hatte, Oh ja, aber tatsächlich. Der finale Part steht da ja. ja, der finale Part ist jetzt heute hochgekommen. Und ja, also bei mir war es einfach, Uni hat angefangen. Ich hatte seit einem halben Jahr frei nach der Schule fast, ich weiß nicht, wie lang war es wirklich, egal, Ewigkeiten, gefühlt ein Jahr. Dann so Sachen wie umziehen und Unileben einstellen. Naja gut, das weniger, kein Internet und so Sachen. Echt ein bisschen was um die Ohren, das pendelt sich jetzt so langsam wieder In ein. Wirklichkeit hat er natürlich einfach nur Party gemacht. Das auch, ja, das muss man ja ganz ehrlich sagen. Als Student feiert man ja doch auch ab und zu mal. Das kommt dann natürlich auch dazwischen. Also, ja, es war halt immer irgendwie was und kein Internet am Anfang. Jetzt habe ich Internet, jetzt habe ich sogar schnelles Internet. Ihr werdet wieder zugeflamed. Ich werde es aber nicht so schaffen, auch wenn ich mir jetzt fest vornehme, irgendwie Bam, gib ihm und so. Ich werde es aber nicht auf das Niveau von Hydro schaffen. Ich glaube, das schafft Keiner auch von kein uns. Mensch. Also von wegen, also aber wenn ihr alle paar Tage mal was kommt, wäre das erstmal ein Anfang. Und vielleicht pendelt sich das ja wieder ein. Das war's von dir, oder was? Jo, ich weiß nicht, ich kann auch noch sagen, dass ich in meinem Leben noch nie so viel Bier getrunken habe. Und dass hier jeden Tag irgendwelche Partys sind und man am Ende trotzdem nur 5 bis 10 € bezahlt und gut dabei ist. Aber ich glaube, das interessiert die Leute nicht so wirklich, ne? Außerdem ist das dann schlechte Vorbildfunktion und so, weil ganz insgeheim Ich muss er euch trinke. natürlich sagen, dass er total fleißig am Studieren ist, nur in seine Ey, Bücher guckt ich und. hab echt schon 2 Hausübungen gemacht, ja? Also ich hab da schon, glaube ich, mindestens 10 Stunden mit Überlegen und Schreiben verbracht. Zusätzlich zu den Vorlesungen, in denen man perfekt schlafen kann. Okay. Ja. Nein, man kann natürlich nicht schlafen. Der Prof weckt einen manchmal. Ich erwähne jetzt an der Stelle dann eigentlich mal doch nicht, dass wir für die Aufnahme von diesem Infovideo unter Zeitdruck stehen, weil gleich Nein, Part. nein, nein, ach so, ja, das hat sich gerade erledigt. Ach so. Per SMS Schluss gemacht. Also Oh, zumindest der eine und der andere, ganz das andere dauert. altmodisch. Wir haben noch Zeit. Das ist doch so 90er. Ein Ding. Aber das wäre ein anderes Thema. Ja, Richtig. dann übernehme ich jetzt einfach mal, warum das bei Genau, mir mach du. gerade doof war. Wie ihr ja wisst, bin ich ja auch umgezogen, war dann hier auch, also ja, da hatte ich auch noch mal so ein kurzes Video gezeigt. Mittlerweile sind da auch alle Kartons so halbwegs verteilt in die Schränke. Also hier im Zimmer steht jetzt nur noch so eine Kiste rum, wo ich weiß gar nicht, was da alle für ein Scheiß drin ist. Auch noch irgendwie Kabelgelumse und so. Da muss ich noch irgendwie gucken, wie das verteilt wird. Ja, dann kamen ein paar doofe familiäre Sachen dazwischen. Ich weiß nicht, ob ich das dann irgendwann mal erzähle. Ein paar von euch wissen es auch so. Weil ein, zwei Leute habe ich ja auch bei Facebook da so und irgendwie und also die haben es bestimmt irgendwie mitgekriegt, wissen aber auch nicht alles. Muss man auch erstmal nicht. Ja, das hat ein. Also. Ging dann halt erstmal nicht. Allerdings gibt es jetzt auch noch erfreuliche Nachrichten, denn der Two-Face hat Dienstag seinen neuen Ausbildungsvertrag unterschrieben und der wird jetzt Steinmetz,
Was dann natürlich auch ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Deswegen muss ich da jetzt auch erstmal gucken, weil ich komme abends heim und bin einfach nur total im Arsch. Mir hängen die Arme bis sonst wo. Ja, Weil wenn kann ich man mir vorher nur im vorstellen. Büro saß, ist das dann doch was anderes. Da muss ich dann halt auch noch gucken, wie das dann später irgendwann mal läuft. Ich habe jetzt dann zum Beispiel vom 21. bis 2.12. das erste Mal Berufsschule. Da bin ich dann in Mainz unterwegs. Ey, müssen wir gleich nochmal labern. Ja, müssen wir. Genau, und in der Zeit, also ich habe ja gerade keinen Laptop und mein alter Laptop, der ist in Reparatur, wäre aber halt auch ein Asbach Uralt PowerBook G4. Also damit brauche ich, glaube ich, gar nicht überhaupt erstmal irgendwas versuchen. Mit Upload-mäßig hinzukriegen, weil das schafft das Ding, Ey, glaube ich, eh da nicht. kommst du einfach bei mir vorbei, das ist eine halbe Ja, Stunde. genau. Oder beim Hydro und dann mache ich da einfach ein bisschen Genau, Co-Kommentator und und dann, also ihr werdet dann meine mach dir Stimme mal bestimmt noch ein paar Mal VDSL. hören. Was natürlich auch ein bisschen doof ist, dass das mit Napson Air jetzt so ein bisschen ja, auseinandergegangen ist, aber ich finde es im Moment eigentlich ganz gut, weil so richtig den Kopf dafür hätte ich gerade auch nicht, die Zeit auch, definitiv auch nicht und ich werde dann beim Alex, der jetzt ist ja irgendwo anders bei einem Webradio unterwegs, da werde ich bestimmt auch mal hin und wieder vorbeischauen und dann so, ja, wie ihr es gewohnt seid, Stuss labern und euch nicht in Ruhe Halt lassen. so wie Genau, gerade so wie jetzt jetzt hier im auch Moment. gerade. Vielleicht werde ich dann da in der Radiosendung auch mal wieder schön ein bisschen über C64-Zeiten reden, auch wenn es Während mir du bestimmt Bier trinkst verboten und wird. danach die letzte Resident Evil, die Endmission spielst und dann den Genau. Imba-Raketenwerfer rausholst. Ja, Aber genau so hallo. kennen wir dich. Rocket Launcher auf Epicness. Ja, das war's soweit eigentlich erstmal von mir. Was ich noch erzählen könnte, weil ich bin ja gerade hier auf dem Desktop unterwegs und da sieht man meine Band. Wir haben unser Musikvideo endlich einmal auf YouTube hochgeladen. Oh, Habe ich ja auch hier schick gefällt Link. mir geklickt. Ich werde es Hast aber du? auch demnächst dann Hast irgendwie du? nochmal hochladen und ich werde es auch bei Illuminati Games hochladen, weil ich es kann. Weil du es kannst, ja, Genau. richtig. Tja, das war's eigentlich, wie Was? ich schon Nein, so, also was müssen wir ich erstmal da in über. der Hinsicht jetzt Ach, erstmal was du sagen in der wollte. Hinsicht. Ah ja, ich dachte ja schon. Ja, also Abo-Special gibt's jetzt aufgrund einfach der Tatsache, dass es hört sich jetzt hier alles so chaotisch an. Die Tatsache ist, es ist in Wirklichkeit noch viel chaotischer. Das stimmt. Das wird's wahrscheinlich bei 600 jetzt nicht geben, vor allem weil es jetzt so rasant auch schon steigt. Aber 750, Ich meine, wenn ihr das schafft, dann. 614 Abonnenten derzeit, wir gehen stark auf die 10.000 zu. Ja, richtig. Nein, ab 750 dann gibt's dann das Special überhaupt und wir planen auch schon so neuere Projekte. Und ja. Wenn man bei Werbung ist, ich habe hier unten, mach mal die Subbox an. Ja, Credit Ja, irgendwie. da dürft ihr alle, wenn ihr Musik mal mögt und wenn ihr melodische Musik mögt, also nicht so Two-Face sein, dürft ihr da gerne mal draufklicken. Wobei Dubstep auch so, ja. Ja, vielleicht gefällt es euch. Ich mache einfach gerade mal Werbung. Mach das, mach das. Weil der X-Fighter hat jetzt auch noch neben dem Nerden nämlich noch mehr Nerden zu tun, quasi. Also er studiert Nerd, ist Nerd. Und dann macht er noch jetzt Musik-Nerd. Also nee, es gibt eine. Ah nee, das darf ich ja noch gar nicht sagen. Ich habe nichts gesagt. Nein, Alles klar. es wird eine Kooperation zwischen mir und ihm geben. So viel sei gesagt, andere Musikrichtungen, aber ja, Okay, ihr kriegt dann auch noch Infos. wo es vermutlich erstmal vorerst keine Kooperation geben wird, aber das ist die Box da drüber. Tooncraft kann ich auch nochmal wärmstens empfehlen. Ab 1.12. gibt es auch wieder einen ziemlich geilen Adventskalender. Schaut einfach mal Apropos rein. Vor 6 Jahren hat Adventskalender, das ne? letzte Mal gemacht und der war absolut episch und ich habe denen auch also in digitaler Form unser Album geschickt und gesagt, hier, wenn du es gebrauchen kannst, hau's mal in so einen Cartoon mit rein. Immer schön Werbung machen, so wie gerade. Apropos Adventskalender, sagst du Ja, gerade? apropos Adventskalender. Ich weiß nicht, ob ihr es letztes Jahr mitbekommen habt. Aber Wieder vielleicht guckt mal. ihr einfach auch ab und zu nochmal bei uns im Kanal vorbei, wenn so Weihnachten anfängt. So die Weihnachtszeit. Wo ist er denn hin? Ja, wo Bestimmt ist er irgendwo denn ganz hin? unten. Da Ja, ist er macht doch, doch nach Adventskalender. Kategorien-Dinger, Playlist-Dinger. Weitere Informationen. Ha, da ist er. Ja, richtig. Unser Adventskalender.
8 Monate? Ist irgendwie ein bisschen komisch, aber naja. Keine Also, Ahnung. vielleicht, ja, ne? Wisst ihr Bescheid. So, war's das? Ich glaube, Was? das war's, ne? Das war's. Ach so, und, Bam, GTA 5, Trailer heute. Angucken, sehr geil. Ich freue mich. Nur so am Rande. Ansonsten sagen wir jetzt einfach noch, solange es bei uns nichts gibt, geht bei Hydro drauf, da gibt's immer Richtig. was. Richtig, Hydro, also das Let's Play von Rage finde ich die Härte, göttlich. Keine Ahnung, ich habe seit gefühlten Jahren keine Let's Plays mehr gesehen. Guckt das Let's Play von Rage, von Hydro, ist es göttlich. Joa, ansonsten haben wir jetzt schon wieder chaotisch durchgelabert. Ja. Aber finde ich mal nicht so schlecht, dass man wenigstens wieder überhaupt was macht. Und was auch aktuell ist, weil die Battlefield-Parts kamen zwar jetzt auch über die Woche, aber die waren ja auch schon ein bisschen aufgenommen. Da hatte ich ja noch kein Internet. Und ja, Durchaus, was gibt's durchaus. sonst? Was gibt's sonst? Nichts. Können wir noch. Wir grüßen nochmal euch alle. Schönen Gruß. Es kommt bald mehr. Haltet die Ohren Richtig. steif. Und das war unser Geht's Info Esel. und. Fertig. Und genau, und danke für 614 Abos. Genau. Echt schon der Wahnsinn, dass das echte jetzt immer noch so viele wurden, obwohl gar nichts Neues kam. Fand ich geil. Fand ich auch. Kann man ja echt nur noch mal sagen. Richtig. Super. Echt nice. Ja, ansonsten kann man einfach nur noch sagen, dieses Jahr werden bestimmt noch irgendwie, also ein Livestream wird bestimmt noch irgendwann kommen. Sage ich jetzt Irgendwann mal. einfach mal. Irgendwann bestimmt. Vielleicht, ja, wenn Hydro dann sein macht. Spaß. Ach so, nein, nein, ganz kurz. Es kamen jetzt noch Anfragen. Ich hatte aber noch keine Zeit, die zu beantworten bezüglich des Minecraft-Server. Da ist ja momentan keiner mehr da und also keine Leute mehr da. Ich weiß gar nicht, ob der Server gerade noch an ist. Glaube nicht. Aber ich weiß Ich es glaube, nicht ich so habe ihn nicht sicher. ausgemacht, aber von da werde ich mir auch noch was überlegen, zumal jetzt ein paar von den Leuten, die man jetzt hier so im RL beim Studieren kennenlernt, auch so das Spiel mögen. Vielleicht setzen wir da irgendwas am Server neu auf, Also wir werden da erweitern, wenn bestimmt wir was Neues gucken. machen, aber wir werden auch auf jeden Fall die alte Map noch als Download anbieten. Ja, irgendwie, also War wir lassen uns zumindest da was geplant. einfallen. Da weiß ich nichts von dem Download, aber ja, so von der Idee her nicht schlecht, sage ich mal. Also es wird irgendwie sowas passieren und ihr werdet aber auch noch alle informiert werden. Und wenn ihr Lust habt, können wir dann auch wieder den Minecraft-Server zum Leben erwecken. Aber bitte dann Bäume fällen. So, das war's aber jetzt langsam mal. Ist schon wieder ewig her. Richtig. Ja, Gut. labern schon wieder mehr als genug Scheiße und bevor wir jetzt wieder ausarten und YouTube-Videos angucken und weißt ja, ne? Sagen wir Richtig, jetzt einfach mal. machen wir das auch, aber ohne aufzunehmen. Also Genau. dann, tschüss, tschüss. Ciao.